Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, der unser Leben erleuchtet, er sei mit euch. Geschätzte Gläubige allesamt, liebe Musikgruppe der Volkstänzer, seid herzlich begrüßt zu unserem vierten Adventssonntag. Mit großer Freude habe ich gewartet, dass wir wieder mal gemeinsam Heilige Messe feiern. Nach Allerheiligen ist das leider etwas abgerissen durch die Krankheiten unserer beiden Altpfarrern. Aber besser wie voriges Jahr, da war ich auch am vierten Adventssonntag hier nach einem halben Jahr weg sein. Liebe Gläubige, vier Kerzen brennen. Die Vorbereitungszeit auf das große Fest der Geburt Jesu geht ihrem Ende entgegen. Wir hatten noch eine schöne Gaudete-Woche. Freut euch, denn Gott ist euch nahe. So hat es letzten Sonntag geheißen. Wir waren zu Besuch bei unseren Schönauern und Schönauerinnen im Seniorenheim in Unterweißenbach diese Woche. Eine Abordnung der Gemeinde und von der Pfarre. Und die Frauensinggruppe hat wunderbare Advent- und vorweihnachtliche Lieder gesungen. Es war gut zu erleben, diesen unseren Senioren nahe zu sein und ihnen spüren zu lassen, wir sind auch mit euch. Wir hatten diese Woche auch die Bußandacht hier in der Kirche, dass man etwas beitragen kann, jeder von uns, damit es lichter wird in der Welt. Die Themen waren mehr Friede, mehr Hoffnung, mehr Vertrauen, mehr Freude und mehr Liebe. Wo wir das die Woche gelebt haben, sagt, lasst uns jetzt danken und es zu Gott zurückbringen. Wo wir unachtsam waren und vielleicht diese Bereiche sogar verdunkelt haben, lasst uns jetzt das Erbarmen Gottes anrufen, wenn die Gruppe das Kyrie singt. Allmächtige Gott, erbarme sich uns, erlasse uns Schuld und Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. So lasset uns beten.
Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Führe uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung durch Christus, unseren Herrn. Wir hören jetzt vom Propheten Jesaja zu einer Zeit, als das Gottesvolk bedroht war, in die Gefangenschaft zu geraten, bekommen sie die Zusage, Gott selbst wird helfen. Was er allerdings braucht, ist ein Mensch mit jungfräulichem Herzen, ein Mensch, der ganz auf ihn hin ausgerichtet ist. Lesung aus dem Buch Jesaja. In jenen Tagen sprach der Herr zu Ahas, dem König von Juda, und sagte: Erbitte dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, tief zur Unterwelt oder hoch nach oben hin. Ahas antwortete: Ich werde um nichts bitten und den Herrn nicht versuchen. Da sagte Jesaja: Hört doch, Haus Davids, genügt es euch nicht, Menschen zu ermüden, dass ihr auch noch meinen Gott ermüdet? Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau hat empfangen, sie gebiert einen Sohn und wird ihm den Namen Immanuel, Gott mit uns, geben. Wort des lebendigen Gottes. Die Lesung ist sehr bemerkenswert. Der Apostel Paulus beginnt den Brief an die Römer. Normalerweise wird nur der Absender genannt und dann der Gruß. Aber Paulus sprudelt gleich heraus mit allem, was er den Christen in Rom zu berichten hat. Dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass er als Auferstandener machtvoll unter uns wirksam bleibt. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Paulus, Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert das Evangelium Gottes zu verkünden, das er durch seine Propheten im Voraus verheißen hat, in heiligen Schriften. Das Evangelium von seinem Sohn, der
dem Fleisch nach geboren ist, als Nachkomme Davids, der dem Geist der Heiligkeit nach eingesetzt ist, als Sohn Gottes in Macht seit der Auferstehung von den Toten, das Evangelium von Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen, um unter allen Heiden Glaubensgehorsam aufzurichten, um seines Namens willen. Unter ihnen lebt auch ihr, die ihr von Jesus Christus berufen seid. An alle in Rom, die von Gott geliebt sind, die berufenen Heiligen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Halleluja, 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 Halleluja. Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären. Sein Name wird sein Emmanuel, Gott mit uns. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. Mit der Geburt Jesu Christi war es so: Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat: Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt: Gott ist mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte, und nahm seine Frau zu sich. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, schön, dass ihr so treu seid. Und der Papst hat es gestern an die Kurie in Rom gesagt: Dass heutzutage alles so bleibt, wie es ist, wie wir es gewohnt sind, da muss man schauen, was man alles ändern muss, dass man dann das, was wirklich zählt, behalten kann. Der Advent ist so eine Zeit, wo wir darauf vorbereitet werden, dass was Neues kommt. Immer wieder, leider in unserem Leben. Wir hätten so gern, wenn immer alles gleich bleibt. Aber das kommt dann erst im Himmel. Wir sind jetzt die 4 Wochen durch den Advent unterwegs. Sind ja knapp wie 3 nur eigentlich. 3 Wochen und 2 Tage.
Könnt ihr euch noch erinnern, was unser Bogen war? Der Logik des Advents ist, die Logik ist so klar. Übrigens, alles im Kirchenjahr ist so klar. Ich bin so fasziniert, wie da im Herbst immer das Hinschauen kommt auf unser Sterben und auf die Ewigkeit. Und so fängt auch der Advent immer an. Nicht? Der Advent hat für uns ja den viel wichtigeren Sinn, nicht, dass wir uns auf das Feiern vorbereiten, dass Jesus vor 2000 Jahren geboren ist und gekommen ist, sondern dass wir uns vorbereiten, dass wir ihn in Herrlichkeit kommen sehen, wenn wir sterben, und dass wir dann bereit sind, dass er uns aufnehmen kann. Das war der erste Adventssonntag. Da haben wir ganz geübt. Wir wollen so leben, dass wir jederzeit bereit sind, dass Gott uns mitnehmen kann in sein Licht. Ihr wisst, die zwei Männer, die zwei Frauen, einer war bereit, eine war bereit, sind sofort in die Glückseligkeit, die anderen nicht. Die gingen dann den Weg der Reue, des Läuterungsschmerzes. Also darum geht es im Advent auch hauptsächlich, dass uns bewusst ist, es gibt die Ankunft des Herrn in Herrlichkeit und wir sollen dann dazu passen. Und die nächsten Sonntage, die haben uns dann geholfen. Ja, wie schaffen wir denn das jetzt, dass wir da dazu passen? Heuer hat sich das ein bisschen überlagert, der zweite Adventssonntag mit Maria Empfängnis, aber die Botschaft war wunderbar. Es war die Woche der Freude, dass uns Gott ein Heilsangebot macht und die Freude, wenn der Mensch es annimmt. Die erste adventliche Gestalt Maria, die Frohbotschaft, freu dich, Gott ist mit dir, annimmt. Auch wenn schon durchklingt, du musst dich dann schon darauf einlassen, dass Übernatürliches jetzt geschieht mit dir. Du musst schon die Hilfe Gottes zulassen und nicht mit eigener Kraft meinen, dass der Heiland kommen kann. Also das ist einmal die Verheißung. Gott bittet uns den Heiland an, er wird Gestalt annehmen. Die Frage ist, nehmen wir es an? Sagen wir Ja dazu, wie Maria? Das ist der erste Punkt. Wenn wir es nicht annehmen, hat es für uns keine Wirkung. Und das hat sich letzte Woche noch ein bisschen verstärkt. Die zweite große adventliche Gestalt ist der Johannes der Täufer, dessen Berufung es ja ist, hinzuweisen und das Volk aufzurütteln. Jetzt gibt's Acht, jetzt kommt der Heiland, der Verheißene, über Jahrhunderte Verheißene. 700 vor Christus hat der Jesaja gelebt, den wir erst gehört haben. Jetzt kommt er. Und dass wir dann so standhafte Zeugen sind für ihn, wie es der Johannes war. Kein Schilfrohr, nicht in feinen Kleidern, mehr als alle Propheten vorher, weil eben Wegbereiter, dass dann der Mensch wirklich das Heil Gottes erfährt. Die Woche haben wir uns bemüht, ja, ich will überall bezeugen, wie der Johannes, dass Jesus alles heil macht. Jesus ist der Heiland. Es gibt keine Lebenssituation, die er nicht heil machen kann, die er nicht ins Licht bringt. Wenn der Mensch gut mitmacht, wird es hier auf der Erde schon immer lichter für ihn. Wenn er sich da verstockt, ist immer noch die Möglichkeit, dass nach dem Sterben dann das Ja zu diesem Licht erfolgt. Aber dass es keine Erfahrung in dieser Welt gibt, die nicht von Jesus ins Heil geführt werden kann, das ist das klare Zeugnis, das der Johannes gibt und wo wir uns auch fragen, lebe ich auch in dieser Glaubensüberzeugung, dass Jesus alles heil macht, machen kann, bei mir und bei den anderen um mich. Und so kommen wir heute an den Punkt, wo das jetzt Wirklichkeit wird, dass Gott den Heiland schickt. Der erste Punkt von heute ist, und das ist die dritte adventliche Gestalt, der heilige Josef, es ist Gott, der wirkt. Deutlicher kann man es nicht mehr sagen wie heute in den Evangelien. Jeder, der ein bisschen Glaubenszweifel hat, ob Jesus wirklich von Gott kommt und nicht von Josef gezeugt ist, der braucht nur heute seine Uhren ordentlich aufmachen. Da steht es, übrigens eh schon das zweite Mal, weil bei Maria vor zwei Wochen hat es auch schon geheißen. Wie soll denn das gehen, wenn ich keinen Mann erkenne? Und die Antwort ist, der Geist Gottes, hier ist Gott am Werk übernatürlich. Ist ja auch logisch, wenn der Sohn Gottes, der ewig existiert, Mensch wird, braucht man ihn nicht zeugen als Mensch. Braucht er nur einen menschlichen Leib und der kommt von der Mutter.
Also das ist ganz klar gesagt. Es ist Gott, der jetzt Mensch wird. Und so hilft er uns. Ich habe es in dem Pfarrbrief geschrieben. Ich staune von Jahr zu Jahr mehr, was das für gewaltige Aussage ist. Der unendliche Gott hat als konkreter Mensch hier auf Erden gelebt. Und wir können an ihm lernen, wie der Mensch hier auf Erden gut leben kann. Auch in allen Dunkelheiten, denn es war nicht sehr hell in Israel um das, zur Zeit Jesu. Also, dass wir das haben, das ist heute die erste Botschaft. Es ist Gott, der wirkt. Und jetzt ist wieder unsere Frage, ja, nehmen wir das an, diese Botschaft, die da kommt für den Josef im Traum, für uns durch die Bibel, nehmen wir das an, dass der, der von Maria geboren wurde als Mensch, in uns so groß werden wird, dass er alles in uns heil macht. Nehmen wir ihn so an und auf, mitsamt Maria, die immer wieder darauf hinweist, schau, das Kind, das ich in die Welt schenken darf, das ist Gott mit uns. Nehmen wir das an. Ich habe es heuer bemerkt wie noch nie, im Zusammenhang mit, sind wir bereit für die Herrlichkeit des Himmels, dass uns das einmal klar wird, wir kommen dort nicht rein, wenn wir nicht die Hilfe Gottes annehmen. Keiner lebt von sich aus so liebevoll, dass er völlig geheiligt hinübergeht. Wenn wir das einmal verstanden haben, wir kommen nur hinein, wenn wir die Hilfe Gottes, die Hilfe Jesu annehmen, dann werden wir anfangen zu suchen, wie geht denn das mit der Hilfe Jesus? Wie hilft er uns denn, dass wir geheiligt werden? Hier, solange wir leben. Denn jeder, der sagt, ich will nicht heilig werden, das ist ein bisschen komisch. Das heißt ja dann, ich will nicht gleich in den Himmel kommen, wenn ich sterbe. Ganz verdreht. Ihr kennt ja unseren Verdreher. Und das Schöne, dass Jesus alles ausdreht. Also, wenn mir das klar ist, ich muss suchen, wie heilt mich Jesus. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel. Dann wird es spannend. Und heute sagt das ja ganz klar der Engel. Ja? Gib ihm den Namen Jesu. Das heißt, Jahwe schafft Heil. Jahwe rettet den Menschen aus seiner Verlorenheit. Nicht? Ich mache mir immer so viele Gedanken. Wie ist denn das gewesen? Warum akzeptieren wir denn das nicht, dass er uns von unseren Sünden befreit? Was ist denn da schiefgelaufen? Ja, wir können uns ja nicht jahrzehntelang ausreden, da hat es meine Pfarrhaushälterin gegeben, die hat die Kinder so segiert beim Beichten anstehen. Das kann es ja nicht sein, dass da werden wir ja wie die, wo ich euch gesagt habe, lernt den Jungen, dass euch durch die Missstände nicht abhalten lässt, das Heil anzunehmen, das von der Kirche angeboten wird. Das ist dann bei uns Erwachsenen das Gleiche. Also das kann es nicht sein. Wenn hier steht, Jesus rettet uns, indem er uns von den Sünden befreit, dann heißt es, wir haben Sünden und wir brauchen die Befreiung davon. Das wäre mal ein wichtiges Faktum, das zweite Wichtige, nachdem ich komme dort nicht hin, nur hin mit der Hilfe Gottes. Also das will er tun, das ist sein Geschenk. Ja? Das beginnt mit seiner Geburt, aber er will dann als Erwachsener, für uns Erwachsene, dann diese Heilung und Rettung vollziehen. Ein bisschen was habe ich schon rausgehört. Die meisten haben dasselbe Problem, wie es ich hatte als junger Mann. Was soll ich denn beichten? Aber da haben sie ja auch schon jahrelang den Mund fusselig geredet, oder? Was soll ich denn beichten? Vielleicht noch einmal eine neue Art. Was sind denn die Sünden, die der Jesus wegsprechen soll? Mir ist neu eingefallen, vielleicht sagen wir es so, nicht? Überall, wo ich nicht du-bezogen lebe, wo es mir nicht wichtig ist, dass der neben mir, dass dem auch gut geht, das ist Sünde. Ja? Überall, wo ich so eine Haltung habe, wo mein Ich dominiert gegenüber dem, dass dem anderen neben mir auch gut geht. Positiv gesagt, jeder, der damit bemüht ist, immer ein bisschen zu schauen, dass dem neben mir auch gut geht, der darf sich freuen, weil der lebt in der Liebe. Und es ist erstaunlich, wie viel Blindheit da ist bei Leuten, sehen alle Fehler aller anderen und haben meistens recht, aber dass sie selber zum anderen lieblos sind und nicht achten, dass dem gut geht, das sehen sie nicht. Und das beginnt meistens beim Ehepartner. Oft. Also das sind die konkreten Dinge, wo wir sagen, aha, da soll ich mir helfen lassen. Da sagt Jesus zu mir, wenn du es bringst,
wenn du es einsiehst, wenn du es erkennst, wenn du dich bemühst, dass das weggeht mit meiner Hilfe, dann kann ich dich lossprechen. Und ich tue es auch. Und mit dem möchte ich enden heute. Das ist mir bei den Erstkommunionkindern so gut aufgefallen. Heuer einen haben wir unter uns, der wird nachher was spielen. Die haben hier gebeichtet, Herr Vorhin, ich habe es bei der Busandacht schon gesagt. Und bei der Vorbereitung ist uns schon aufgefallen, ein, zwei Sünden fallen ihnen ein, nicht? Was soll ich beichten? Eins zu Hause und eins auch in der Schule vielleicht. Aber die Wirklichkeit ist eine andere. Ja? Über die Jahre, bis man 8 Jahre wird, da hat man schon viel liebloses Verhalten in der Seele gelagert. Ja? Eben aus dem Egoismus heraus, aus dem der Wunde, aus der wir uns erst heilen lassen müssen. Da sind wir draufgekommen, das sind ja hunderte Dinge gewesen. Ich weiß nicht, mit 4 Jahren oder wenn es anfängt, dass man es eigentlich schon ein bisschen wissen könnte, wie man sich verhält. Ja? Und dann waren sie so froh, wie sie erfahren haben, oh, das wird alles weggelöscht. Von 0 bis 8 alles bereinigt. Die Woche später, diese Woche jetzt, wie ich gefragt habe, und wie geht's euch, ist eure Seele noch ganz rein? Ja, ja, ja. Wie gesagt, habt ihr gar nichts gesündigt mehr? Na ja, ein bisschen schon. So schnell heilen wir nicht. Aber die Erkenntnis war dann, aber jetzt haben wir wenigstens nicht mehr die paar kleinen Sünden von dieser Woche im Herzen und nicht mehr das andere. Das ist das Gewaltige von Jesus und seinem Geschenk, das zu Weihnachten beginnt. Unsere menschliche Seele ist göttlich. Da ist alles gespeichert. Es gibt kein Verhalten, das nicht in der Seele gespeichert ist. Das kann man nicht auslöschen. Wie ich mich jeden Moment verhalte, ist da. Es ist nur die Frage, wie bereinige ich's? Wie lasse ich es ausheilen? Ja? Das ist heute hier dieses wuchtige Angebot Gottes. Er hilft, er ist bereit. Und das ist unsere Antwort jetzt. Machen wir es wie der heilige Josef, der gerecht war und richtig gehandelt hat. Nehmen wir den Heiland auf und lassen wir ihn uns groß werden, lassen wir uns von ihm ganz heil machen. Alle Sakramente der Kirche führen uns in diese Richtung. Amen. Bekennen wir unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wieder kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. In einer Welt, die voll Sehnsucht auf das Kommen Gottes des Heilands wartet, wollen wir voll Zuversicht beten. Öffne uns in diesen Tagen des Advents, damit wir wachsam und bereit dein Kommen erwarten. Wir bitten dich, erhöre uns. Lenke die Herzen der Mächtigen, dass sie ihre Verantwortung für das Wohl aller Menschen auf der Erde erkennen. Wir bitten dich, erhöre uns. Nimm dich jener an, die verzweifelt sind und keine Helfer haben. Wir bitten dich, erhöre uns. Lass uns den Mitmenschen so begegnen, dass deine Nähe unter uns lebendig werden kann. Wir bitten dich, erhöre uns. Schenke allen, die auf dich vertrauen, das ewige Leben, besonders den Verstorbenen unserer Volkstanzgruppe, Anni Kiesenhofer, Zilli Aumeier, Josef Andorfer, Johann Rockenschaub, Karl Rockenschaub,
Christine Naderer. Wir wollen auch einschließen, wer in dieser Woche Sterbetag hat, Franz Bauer, Christine Siegel, Elfriede Eichinger und auch Frau Friederike Wolfmeier, die morgen beerdigt wird. Auf dich, Herr, setzen wir unsere Hoffnungen. Dir sei Preis und Dank in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, wir legen mit diesen Gaben unser Leben auf den Altar. Heilige du uns durch deinen Geist, der mit seiner Kraft die Jungfrau Maria überschattet hat. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns miterleben, wie Christus unser Heil bewirkt. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und dein Erbarmen zu preisen. Denn schon leuchtet auf der Tag der Erlösung und nahe ist die Zeit unseres Heiles, da der Retter kommt, unser Herr Jesus Christus. Durch ihn rühmen wir das Werk deiner Liebe und vereinen uns mit den Chören der Engel,
zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Wir denken das heilig, während die Musik spielt, mit den Engeln preisen wir die Herrlichkeit Gottes. Du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du in deine Herrlichkeit erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Und als die Stunde kam, da er von dir verherrlicht werden sollte, nahm er beim Mahl das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Jesus, du hast uns erlöst und aus Liebe die ganze Welt. O Jesus, wir danken dir. Jesus, du hast uns erlöst und aus Liebe die ganze Welt. O Jesus, wir danken dir.
Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des ewigen Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns in der Taufe berufen hast, vor dir zu leben und dir zu dienen mit Werken der Liebe. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut, lass uns ihm ähnlich werden und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde, vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred, Altbischof Ludwig und Maximilian und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke auch unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein himmlisches Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarm dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, dem Nährvater Christi, mit deinen Aposteln, dem heiligen Jakobus, allen Heiligen unserer Diözese und mit allen Menschen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deiner barmherzigen, verzeihenden und heilenden Liebe, die wir in deinem Sohn schauen und erfahren. Und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht am Ende unseres irdischen Lebensweges das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus hat zu seinen Jüngern gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, nicht einen Frieden, den die Welt gibt. Meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir ihn, der jetzt mitten unter uns ist, im Heiligen Sakrament. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn, er sei allezeit mit euch. Gebt euch das Zeichen Jesu Christi Frieden und Versöhnung. Thank you.
hören wir das Wort des Johannes. Seht Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die Christus aufnehmen und ihm Gestalt annehmen lassen. Die heilige Kommunion erinnert uns an diese Wirklichkeit, dass wir die Liebe des Heilands empfangen und in uns wirken lassen. Der Leib Christi erschenke uns das ewige Leben. Das Blut Christi schenke uns das ewige Leben.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns in diesem heiligen Mahl dein Heil zugesprochen und uns schon jetzt Anteil daran gegeben. Lass uns das Kommen deines Sohnes in Freude erwarten und mach uns umso eifriger in deinem Dienst, je näher das Fest seiner Geburt heranrückt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Hören noch die Wochenverlautbarungen oder gibt es noch einen zweiten Kommuniongesang? Sehr gut, ihr helft uns heute lange beim Herrn zu verweilen. Spüren wir die Gegenwart Christi in uns, lassen wir ihn wirken. So still ist jetzt die Zeit, und in der Nacht nur so weit schneit, die Spargel kommt schon vom Turm. Im ganzen Land ist Winter warm. So still ist jetzt die Zeit, und drin im Herzen ist viel Freude, und in den Augen sieht man's klar. Dies ist die schönste Zeit im Jahr. Ein Licht am Himmel, dies muss sein, jeder hat ja was im Leben. Du musst das Hüten dir an Schatz. Du musst das Licht da in dir sehen, dann kannst du alles auch verstehen. Jeder Mensch, der hat sein Platz. So still ist jetzt die Zeit. Friede, Freude und Menschlichkeit. Nur was das ist, mir nicht ganz klar. Kann's nicht so sein, das ganze Jahr. Licht am Himmel, das muss sein, jeder hat ja was im Leben, du musst das Hüten dir an Schatz. Du musst das Licht da in dir sehen, dann kannst du alles auch verstehen, jeder Mensch, der hat sein Platz. Na, 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 na. Wochenmitteilung. Heute um 9.15 Uhr Pfarrgottesdienst. Um 19.30 Uhr Totenwache für verstorbene Frau Friederika Wolfmeier. Morgen Montag um 8 Uhr Heilige Messe und um 10 Uhr das Begräbnis von Frau Friederike Wolfmeier. Am Dienstag, 24. Dezember, Heiliger Abend. Um 8 Uhr Goldene Rorate. Um 15 Uhr Kinderfeier, um 22 Uhr Christmette. Mittwoch, 25. Dezember, Hochfest der Geburt des Herrn. 7.30 Uhr Hirtenmesse, Hirtenamt, 9.15 Uhr Hochamt. Donnerstag, 26. Dezember, Heiliger Stephanus, nur um 9.15 Uhr Heilige Messe. Freitag ist die Heilige Messe um 7.15 Uhr, Heiliger Johannes,
und am Samstag, dem 28. unschuldige Kinder, um 8 Uhr Heilige Messe. Um 19 Uhr Vorabendmesse. Nächsten Sonntag, 29. Dezember, Fest der Heiligen Familie. 7.30 Uhr Wort Gottesfeier und um 9.15 Uhr Pfarrgottesdienst. Die Aktion Sei so frei ergab 2.350 Euro, vergelt's Gott im Namen der katholischen Männerbewegung. Das Friedenslicht wird am 24. Dezember zur Frühmesse in unserer Kirche gebracht. Am Stefanitag gibt es nur einen Gottesdienst um 9.15 Uhr. Anschließend ist die Einteilung und Probe für die Sternsinger im Pfarrheim. Die Theatergruppe lädt am Donnerstag um 14.30 Uhr alle Interessierten zur Generalprobe des Theaterstückes ein. Bitte beachten, am Samstag gibt es um 19 Uhr eine Vorabendmesse und am Sonntag um 7.30 Uhr einen Wortgottesfeier. Bitte beachten, auf der Rückseite der Wochenzettel steht die nächste Wochenordnung. Darf ich ein Danke sagen für Ihr Kommen mit Feiern der Heiligen Messe? Ja, wir sind jetzt eingetreten in diese weihnachtliche Zeit bald, darum auch gleich beide Wochen die Zetteln. Ihr wisst vom Pfarrbrief, dass wir ein bisschen versuchen, den Josef zu entlasten. Er hat jetzt noch eine Augenoperation. Hofft, dass er in den Weihnachtstagen irgendwann wieder mitfeiern kann, dass es jetzt so wird, einmal im Monat werde ich da sein, zweimal wird Josef zelebrieren in der Frühmesse und einmal eine Wortgottesfeier, auch um unseren Wortgottesdienstleitern eine gewisse Möglichkeit zur Übung zu gehen, wenn ich dann einmal gar nicht da sein kann und der Sonntagsgottesdienst als Wortgottesfeier abzuhalten ist. Jetzt freuen wir uns, dass wir Quelle und Höhepunkt, Heilige Messe, auferstandener Christus unter uns mit seinem Heilswerk noch begehen können. Ihr wisst da auch, dass wir da in die Richtung denken, ähnlich wie im Bierbach, dass wir da als Pfarrer gemeinsam Messe feiern werden, wenn es so nötig wird und es nur mehr einmal möglich ist. Eine Unterstreichung noch, vergelt's Gott, für die Sei-so-frei-Aktion wurde fast 1.000er mehr gegeben wie normal. Da haben ein paar gut zugehört. Ich habe im Amt gesagt, wer einmal 100er hergeben will bei einer Spende, der hat da die Gelegenheit gehabt, weil 10 Euro für eine Spende in Afrika, das ist mehr wie 100 Euro da drüben wert. Ein paar haben es wörtlich genommen und einen 100er hergegeben. Gott liebt fröhliche Spender. Dank euch für euer freigebiges Herz. Jetzt dürfen wir Danke sagen, dass ihr uns musikalisch mitgestaltet habt, dass ihr uns schon einstimmt aufs Hochfest. Die dauern nämlich bei uns auch 5 Viertelstunden normalerweise. Dass ihr uns zeigt, mit Gott, da darf man Zeit haben, da kann man ruhig werden und mit ihm verweilen. Das ist der schöne Charakter eurer Lieder heute gewesen. Wir hören jetzt dann nach dem Segen noch ein Schlusslied und eine Meditation. Danke euch dafür. Wir aber nehmen uns mit, keine gedrückte Stimmung, sondern befreite Stimmung, die Woche der Freude, dass wir wie Josef den Heiland unserer Seele bei uns aufnehmen können und dass wir ihm das auch erlauben, dass er uns ausheilt, heiligt. Das wünsche ich euch, dass da jeden Tag einmal dran denkt. Habe ich den Heiland vor Augen und sage ich Ja dazu, dass er mir sein Heil auch schenkt. Erbitten wir den Segen Gottes. Der Herr sei mit euch. Es segne euch, eure Familien, alle, die euch anvertraut sind und denen ihr begegnet und schenke euch gnadenvolle Tage des Festes. Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in seinem Frieden. Jeder Tag in ein Leben wird
anders sein. Einmal etwas traurig, dann kannst du dich wieder freuen. Das Glück und der Schmerz, alle zwei müssen Platz haben in dein Herz. An jedem Tag, du wirst sehen, können so viele schöne Dinge geschehen. Der Tag bringt das, was man aus ihm macht. Er geht vorbei, ob man weint oder lacht. Jeden Menschen ist das Schicksal bestimmt, denn der Herrgott gibt und der Herrgott nimmt. Drum versuch, jeden Tag die Chance zu geben, dass er der Schönste sein kann in deinem ganzen Leben.